Alter, sollen wir gucken, wie Victoria Sarina einen eigenen Reiterhof bekommt? Ich will unbedingt wissen, wie deren eigener Reiterhof aussieht. Digga, das ist Bibi und Tina. Hallo ihr Lieben, heute bekommt ihr endlich die langersehnte Bauernhoftour. Ich werde euch den kompletten Bauernhof von innen und von außen zeigen und Kannst du den auch, ja. ich habe die Tour aufgenommen, bevor wir irgendwas verändert haben. Jedes Bild, jeder Stein, alles ist noch original so, wie wir es bei der Schlüsselübergabe bekommen haben. Und ich wollte euch mal den Originalzustand zeigen, denn wir haben vor, sehr, sehr viel zu verändern. Aber das seht ihr in anderen Videos. Eigentlich ist dieses Video ein Vorher, der Bauernhof vorher, bevor ich ihn entweder zu größerem Neuen erhebe oder zerstöre. Mal sehen. Das ist eine sehr gute Idee, einen Bauernhof zu kaufen, den das zu zerstören. Los geht's. Ein bisschen wie ein Immobilienmakler. Aber ich möchte. Lass das. Sag nicht, du fühlst dich wie ein Immobilienmakler, weil du hast keine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Hör auf zu behaupten, du fühlst dich wie ein Immobilienmakler. Erstens ist es der Immobilienkaufmann oder die Immobilienkauffrau. Und zweitens hast du keine Ausbildung gemacht, so wie ich das habe. Du darfst von dir nicht behaupten, dass du dich so fühlst. Darfst du nicht. So nicht. Oh, ich bin Hobbyfotograf. Nein! Du bist kein Fotograf. Du bist ein Spast mit einer Kamera. Ich möchte es gerade nicht verkaufen. Wir sind hier im Innenhof und ihr seht hier schon mehrere Türen. Ich werde Wie sollen da Pferde durch die Tür passen? euch alles zeigen, wo jede Tür hinführt. Hier kann man sich schon mal gemütlich machen. Entschuldigen Sie, wo sind denn die Pferde? Es sind gerade keine Pferde hier. Oh. Oh, warte, ich zeig dir die Pferde. Hier ist ein Pferd und es gibt noch ganz viele Pferde hier, aber zurzeit keine echten. Also die wiehern nicht und die machen keinen Mist. Okay, gehen wir mal in den Wohntrakt. Okay. Hello, hello. Kommt da rein, kommt da rein. Hallo Lichtschalter. Was ist das? Ein Raum mit nix? Das ist Garderobe. Also ein Raum mit nix. Ah, ich habe ihn gefunden. Hier kann man seine Schuhe und Jacken, alles Mögliche ablegen. Hüte. Okay, kommen wir endlich zum Spannenderen. Das ist die Wohnküche mit einer Eckküche. Echo! Wir werden hier so viel neu machen. Okay, das ist doch schön. Ihr werdet danach nichts wiedererkennen können. Okay. Aber diese Bank und der Tisch, die bleiben, wie sie sind. Das finde ich schön. Das ist sehr Ich schön. finde das voll schön, wenn man so alte Elemente hat, die Ja. sehr ursprünglich sind. Ja. Dieser Hof ist nämlich von 1645. Alter, 1645, da war Monte erst 10. Ich kann es auch nicht glauben. Ist so. Und hier ist Buddha. Der dürfte dann irgendwann anders dazu gekommen sein. Schaut euch mal den Boden an. Der könnte schon so 100 Jahre alt sein. Der hat schon Geschichte miterlebt. Auf dem Boden wurde bestimmt richtig auf richtig ekelhaft gefickt, das kann ich euch sagen. Und guckt mal, Pferde. Hier sind schon die ersten vier. Wie nennst du sie? Diesen Tisch haben die Vorbesetzer hier gelassen und ich habe mich sehr drüber gefreut. Ja, das ist ein sehr schöner und ästhetisch wohlbekömmlicher Tisch. Der ist der Tisch, der ist sehr schön. Der ist sehr schön. Wie kann man so glücklich sein? Ich weiß nicht, die haben einfach keine Depressionen, so wie wir alle. Falls ich es noch nicht gesagt habe, das soll mal das Wohnzimmer werden. Aber voll schön, dass sich da jetzt so ein Hof Wir gekauft hat. unauffällig. Und hoch geht's. Hier ist ja nicht mal ein Geländer. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Es muss noch nachgerüstet werden. Ja, das ist sehr gefährlich. Am besten bringt ihr so eine Art Seilrutsche oder sowas an, damit. Alle Achtung Ja. beim Treppensteigen. Achtung, vorsichtig, Kinder. Willkommen im oberen Bereich. Sieht man hier auf einen Reitplatz? Später mehr. Damn, gebetet. Zimmer Nummer 1. Ist das mein Zimmer? Ist das mein Zimmer? Du bekommst ein Zimmer. Ist das mein Zimmer?
Ist das mein Zimmer? Ja. Ich freue mich so, wenn wir das alles einrichten können. Da kommt hier neuer Boden rein. Die Wände werden vielleicht anders gestrichen. Wir haben so viele Pläne. Das wird cool. Ich bin schon ganz außer Atem, wenn ich dir hier folge. Chat, seid freundlich. Muss jemand aufs Klo? Hier ist das Klo. Hier ist ein Bad. Das habt ihr sehr schön gezeigt. Das ist mein Zimmer. Das ist das Upgrade von Harry Potters neuem Zimmer. Über der Treppe. Was ist denn hier der Ausblick? Hier seht ihr den Innenhof. Oh, hi. Das ist das große Zimmer, das Hauptschlafzimmer. Hier war vorher ein Himmelbett drin und wir haben aber etwas ganz Ähnliches vor. Das wird ein mega cooles DIY. Sarina wird noch zur Handwerkerin. Oh yes. Und ihr werdet auf jeden Fall dabei sein. Es werden noch so viele Videos kommen. Nice. Ich glaube, wir müssen mal putzen. Vielleicht. Ein paar Spinnen sind wohl meine Mitbewohner. Hier ist noch ein großer Raum. Alter, da muss ein aktives Gaming-Zimmer rein. Da kommen fette LEDs an die Wand und da wird aktiv gegamed. Mit noch einer Haus. Ob es dir auch so redet, wenn der Steuerbescheid da ist. Türe. Wo führt die hin? Uninteressant. Hier unten ist Wiese und man könnte das hier als eine mini kleine Wohnung bauen. Hier könnte ihr Fernseher stehen. Oder so weird, wie das eingerichtet ist. Das ist so weird mit diesen Steinen, Alter. What the fuck? So, mich nervt das jetzt so. Ich kaufe das jetzt einfach aus Trotz. Sind das echte Steine? Die sind ja voll echt. Das da oben gefällt mir mega gut. Holzbalken. Und Hufeisen. Die sind verkehrt. Die bringen Unglück, wenn die so rumhängen. Die müssen wir umdrehen. Okay, jetzt gehen wir wieder nach unten. Achtung, bitte nicht nach unten fallen. Es gibt noch immer kein Geländer. Oh, ich dachte, das hätte sich jetzt in den 10 Minuten geändert. Hier ist das große Bad. Master Bathroom. Tiki. Mit Eckbadewanne und hier ist eine Dusche. Oh, wow. Diese Dusche hat viele Duschköpfe. Ja. Ja, das stimmt. Die hat das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es könnte gefährlich werden. Es ist, genau, eine gefährliche Dusche. Ich bin gerade über die Treppe gestolpert. Brauchen wir auch ein Geländer? Wir brauchen eine Sicherheitstür, dass ich nicht ins Bad komme. Wir wollen die Pferde sehen. Hier ist ein Klo. Schaut euch das mal an. Oh, hi. Was ist ein Geschirr? Das ist aber ein süßes Haus, ne? Marina kennt ihre Räume nicht. Ich glaub's nicht. Gibt's hier Licht? Mit dem Licht gibt's hier ein paar Probleme. Nee, hier gibt's kein Licht. Oh! Die müssen in Kombination so rum und so rum gedrückt sein. Gute Elektrik. Abstellraum vielleicht. Das ist ein Schlafzimmer, das ist ein 1er Schlafzimmer. Das ist in Köln bei meinem Vermieter 3000 Euro warm. Ja. Hier drin ist die Heizung, alles uninteressant. Notschalter. Und das hier soll die Satikammer werden. Meier, dieses Haus hier, das ist super. Zu Hause und hier ist die Sattelkammer und hier ist das Zuhause und hier ist die Sattelkammer. Was ist eine Sattelkammer? Hier ist das Wohnzimmer und... Was ist eine Sattelkammer? Was macht man da? Hier ist die Sattelkammer. Cool. Und was machst du hier rein? Sattel. Gute Idee eigentlich. Und was ist das? Das ist ein Tresorhebel mit Millionen drin. Bitte nicht aufmachen. Der ist jetzt bestimmt leer. Hey, guck mir mal rein. Ich habe keine Ahnung. Ja, lass dir den Schlüssel im Tresor stecken. Das ist nicht so eine gute Idee. Nichts drin leider. Doch, da ist was. Oh. Diese Mauer ist das älteste am ganzen Haus. Die ist wahrscheinlich von 1645. Okay. Hoffentlich bricht es nicht bald zusammen. Hey Leute, habt ihr eine Ahnung, was hier schon alles passiert sein könnte? Also locker sind in diesem Haus, wenn das von 1645 ist, ich will es dir wirklich nicht kaputt reden, aber ich würde wirklich sagen, dass in dem Haus schon extrem viele Leute gestorben sind. Locker sind über 10 Leute in diesem Haus schon gestorben. Das ist klar. Vielleicht ist sogar schon mal jemand in dem Haus umgebracht worden und es wurde extrem viel in dem Haus gefickt. Es wurde sehr viel in dem Haus gefickt, kannst du für. Wie viele Menschen hier schon gelebt und gestorben sind? Vielleicht ist ja auch schon mal ein Baby auf die Welt gekommen. Wahrscheinlich. Oder Fohlen.
jetzt kommt Sattelkammer Teil 2. Ah. Für wen ist das da? Das ist für Kevin, für Papa Platte. Für die Katzen. Aber die Katzen haben sie leider mitgenommen. Oh, Sattelkammer Teil 2? Leute, das ist mein ganzer Stolz. Okay, für alle, die nichts mit Pferden zu tun haben, denken sich jetzt so, aha, es ist... Ist das für ist das so BDSM-Shit? Ein Holzbrett und so ein goldener Kopf dran. Das sind doch mal die wunderschönsten Sattelhalter und Trensenhalter der ganzen Welt. Was für Halter? Transen? Was hat sie... Ich hab's nicht verstanden. Was hat sie gerade gesagt? Trensenhalter der Trensen, alright. Ganzen Welt. Sorry. Trassen? Der ist reserviert für Tiran und mich. Das ist so cool. Es ist noch ein bisschen falsch beschriftet, aber das regeln wir. Wie viele Sättel kannst du dann haben? 3, 4, 5, 6 Stück. Ich hab einen. Bei mir ist alles Gold. Das ist Reichtum. Und wo geht's jetzt hier hin? Komm mal mit. Hier ist der Waschplatz. Wäscht man da die Pferde drin dann, ne? Ja, obviously. Das ist oh mein Gott, das sieht so aus wie aus so einem Horrorfilm. Man kann diese Leute an die Wand ketten und man kann die einfach aufschneiden. Das ganze Blut läuft da einfach unten rein. Voll krass, einfach eine Mordkammer. Für sehr große Menschen oder für Pferde? Hier und hier. Und dann wird einer so festgekettet und dann wird da einer mit so einem Hochdruckreiniger richtig abgeschossen. Kommt ein Strick dran. Und dann kannst du hier Vampire fesseln. Ja, Damon, er wartet schon im Keller. Wer ist Damon? Und dann steht... Wer ist Damon? Warum hat die irgendwie einen Keller, der Damon heißt? Hier ein Pferd, so angebunden. Und dann kann man rundherum gehen und das putzen, duschen. Hufe auf Katzen nicht vergessen. Okay, hier ist der Stall. Komm. Ist aber echt ein großes Haus, ne? Ist überchillig. Alter. Wie geil. Das ist wirklich krass. Überchillig für Trimax. Eine große Box, die ist schon für Tiran reserviert. Ich nehme an, Tiran ist ihr Pferd, oder? Wir haben sogar ein bisschen Heu geschenkt bekommen. Das ist alles für Tiran, das ist aber lieb. Und gegenüber? Eine noch viel größere Box. Ist der große Laufstall? Wie nennt man das? Digga. Irgendwie geisteskrankes Verlangen, mir LSD reinzuballern gerade. Und hier? Hallo, wie geht das auf? Da hat jemand dagegen getreten. Och nein. Marcel Scorpion mal wieder sauer. Hab's geschafft. Hier ist der angrenzende Paddock zur großen Box. Und was ist ein Paddock? Könnt ihr mir das erklären, Chat? Also ich weiß es wirklich nicht. Es ist so eingezäunter Bereich mäßig. Hier ist eine Koppel! Da lag einfach nur aktiv Scheiße. Eine kleine Wiese. Auslauf für Pferd, okay. Bedrock. Wir müssen hier noch abmisten. Hier liegt so viel Scheiße rum. Warte auf mich. Oh, eine Tränke. Die funktioniert schon mal. Ich guck da mal rein. Also das ist full advanced, oder? Digga, ich muss gleich auch ab. Können wir gleich depressive Musik anhören, damit unsere Gefühle wieder normal sind? Seid doch mal froh, lasst doch mal ein bisschen was Positives in euer Leben. Das ist schon advanced, oder? Das ist schon sehr advanced, dieser Hof. Kann das sein? Nein. Auch leer. Sicherheit wird hier groß geschrieben. Oh cool, ich habe schon eine Mistgabel. Crazy. Hey, danke, dann muss ich ja gar keine kaufen. Und ein Mistgabelhalter auch schon. Wir können ein Spiel spielen. Zählt in den Kommentaren mit, wie viele Pferde ihr findet. Teich und Koppel. Weißt du, was ein Teich? Hier drin ist? Ich glaube, das soll die Futterkammer sein. Aufsperren wäre eine Idee. Naja, die haben sie zugesperrt, damit du nicht alles weg isst. Ja, liebe Freunde, heute gibt's kein Abendessen. Na toll, wenn jetzt schon die Pferde hier wären, müssten sie verhungern. Das geht nicht auf. Okay, das machen wir später. Gehen wir mal hier rein. Achtung, Licht. Hier drunter ist noch ein Keller. Nur ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Oh, gruselig, der Mordkeller. Das hört sich gruselig an. Oh!
auch, hier ist eine Schreibtruhe. Die ist zwar ein bisschen improvisiert, aber es ist eine Schreibtruhe. Hier ist ein Fenster. Wo? Wohin führt das? Und hier sind Reservefenster. Danke, I guess. Vielleicht kann man die ja noch verkaufen. Sehr gut, ich habe jetzt eine Werkstatt. Was gibt's hier so? Oh, das kann ich meinem Bruder geben, der hat ein Fahrrad. Was ist das? Das ist eine... Was soll man damit? Was war das? Was soll ich... Wie soll ich das an mein Fahrrad... Was bringt mir das am Fahrrad? Extra Anfertigung vom Schlosser. Das muss man nur noch irgendwo einbetonieren und dann kann man da Pferde anbinden. Sehr große Pferde. Hallo, kommt man hier raus? Vielleicht sind wir gefangen. Egal. Bevor du es kaputt machst, bleiben wir lieber hier. Es läuft noch nicht so bei mir. Eine Zaubertür. Wie läuft nicht bei dir? Du hast dir gerade einen Reiter aufgekauft für mehrere Millionen. Und plötzlich sind wir wieder im Innenhof. Oh, hier können wir grillen. Hier hängt sogar Grillbesteck. Und eine Pflanze können wir grillen. Kurz für den Überblick. Hier ist der Stall. Hallo Pferde. Hier brauchen wir überall DW40. Habe ich schon gekauft. WD. Ja, genau das. Boah, Digga, bei mir. Digga. Ich glaube, das war wirklich gerade. Ich glaube, das war gerade einfach ein. Das, ich glaube, das war gerade 1A. Es war gerade wirklich 1A ein Schlaganfall, Digga. Oh, shit, Mann. WD-40 heißt es, dieses Spray. Holy shit, Alter. Ich hatte gerade legit. Mir geht's miserabel, hör auf. Ich hatte gerade legit in the midst of it a stroke. Chillig. Und hier ist der Waschplatz. Wisst ihr Bescheid? Kennt ihr euch aus? Ja, das ist so cool. Und hier ist die Küche. Ich find's gut, dass hier überall auf Privatsphäre und Höflichkeit geachtet wird. Man muss erst anklopfen. Flora, können wir reinkommen? Scheune Poggers. Einfach Drachenschanze. Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Bleib einfach zu. Das brauchst du nicht. Und hier ist noch eine Koppel. Da ist wer? Ja, ein neuer Sommernachbar. Wir verhalten uns unauffällig. Gleich ist sie. Ein Sommernachbar? Weg. Warum ist er nach dem Sommer nicht mehr da? Sie ist weg. Wäre so anästhetisch, wenn sie sich jetzt einfach durch Scheiße gerollt hätte. Zeigt das bloß nicht euren Pferden, sonst machen die das nach. Findest mich am Reitplatz. Entschuldigen Sie, ist das hier Beleuchtung? Haben Sie hier Licht? Wenn ich mal so der Lichtschalter ist, dann vielleicht irgendwann. Der Boden ist noch nicht so, wie er sein soll. Es war mal ein richtiger Reitplatz und jetzt ist da halt Wiese gewachsen. Hier ist das Haus. Welches Zimmer ist das da oben? Ist das meins? Oh, Vicky, wer wird das für ein Zimmer bekommen? Bald können wir alle Zimmer, wenn du nicht Nein sagst. Das wie asozial. Wie schade. Vor allem hat sie wirklich da... Also... Das ist meine Zimmertür. Zeige ich noch ein Highlight. Diese Musik ist es für mich. Alter! Hier ist ein Schwimmteich! Das ist Poggers. Komischerweise sind da Fische drin. Ui, Memo, guck mal! Der Koi bläst! Also ein Fischteich. Hallo Herbert! Hallo Babsi! Hallo! Oh, warte! Man kann hier einen Brunnen einschalten! Ja! Reinspringen! Ich bin ganz schön außer Atem! Für noch viele mehr Videos vom Bauernhof! Abonniert super gerne den Kanal! Einfach unter dem Video auf Abonnieren klicken! Hat die noch einen gekauft? Hallo ihr Lieben, wir haben ein neues Video für euch! Und heute wird endlich das Geheimnis gelüftet! So, manche denken sich... Nee, doch nicht. Aber die haben einfach einen Bauernhof gekauft. Das ist ein Move. Soft Dollar. Dankeschön.